Ja, Rudi, das war ein hartes Stück Arbeit hier in Kriescho. Hat euch das eigentlich überrascht, diese Gegenwehr, der euch gegenüber gesehen hat? Nee, auf jeden Fall nicht. Ich glaube, auch für uns Neuen, ich bin zwar das erste Mal hier, aber wir haben auch von den Älteren mitbekommen, dass es immer ein hartes Stück wird. Ich muss, glaube ich, ein bisschen lauter reden wegen der Musik. Ja, dass es hier ein hartes Stück wird, auch der Trainer hat uns gewarnt. Das ist halt eine Mannschaft mit Qualität. Ich habe hier auch ein paar Kollegen, mit denen war ich in der Schule, also die können schon Fußball spielen. Darauf waren wir eingestellt, dass es einfach wird, wussten wir schon. Hattet ihr das Vertrauen, als es in die Verlängerung geht, dass ihr doch noch biegen könnt? Was hat der Coach euch gesagt? Was sollt ihr vielleicht besser machen als in den, sag mal, 90 Minuten zuvor? Ja, einfach unser Spiel durchspielen, auch ein Quäntchen zeigen, dass wir halt FC Energie Cottbus sind. Und wir haben an uns geglaubt. So, wir wussten, dass wir das hinbekommen. Natürlich ist es schwer, auch auf dem Platz. Auch natürlich, die sind motiviert, aber ich glaube, wir haben keine Sekunde daran gezweifelt, dass wir heute gewinnen. Wir gratulieren und freuen uns aufs Halbfinale. Dankeschön. Alles Gute dir. Dankeschön.